empfangen hatte. Und als er die Kommunion empfangen hatte, dann auf einmal war alles weg. Das war um 16 Uhr, als er mit dieser Messe begonnen hatte. Und genau um 16 Uhr habe ich mich hingekniet, gebetet. Ich hatte all diese Phänomene und mit einem Schlag, ich habe dann den Barmherzigkeitsrosenkranz noch gebetet, war alles weg. Von mir waren alle Ängste weg. Alles, was mich irgendwie bedrängt, bedroht hat, ja dieses Todesgefühl, alles war mit einem Schlag weg und es war wie Meeresstille da. Und ich konnte die Predigt halten, der Herr hat es einfach durchfließen lassen, diese Predigt, und das ist dann wirklich auch geblieben. Und so möchte ich sagen, wer ist der Priester? Zu was sind wir alle berufen? Zu dieser Lebenshingabe, für den anderen einzutreten, ja sogar das, was den anderen belastet, auf mich zu nehmen, denn genau das ist Liebe. Nicht für sich haben wollen, sondern ertragen, den anderen auf sich nehmen und lieben, wie er am Kreuz geliebt hat. Das ist unsere Berufung als allgemeines Priestertum und besonders der Hirten der Kirche. Und ich frage, wo sind die Hirten heute, die sich so hingeben wollen, die sich den Schafen hingeben wollen, die dem Letzten noch nachgeht und das Kreuz auf sich nimmt? Beten wir wieder für Priester, für junge Menschen, die sich entscheiden, denn die Arbeit ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Die Ernte ist groß, aber wenig Arbeiter. Beten wir besonders heute und hier darum, dass der Herr wieder viele Arbeiter in seine Herde schickt und besonders jene schickt, solche schickt, die bereit sind, ihr Leben ganz zu geben, ihr Blut zu vergießen, nichts für sich haben zu wollen, um wieder das Volk Gottes zu lehren, wer sie sind, zu dieser wahren Menschsein, zu dieser wahren Liebe zu gelangen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.